Okay, das ist ein bisschen ungünstig. Ich sollte doch wieder weggehen. Ich sollte dann hier unten schauen wollen. Ich dachte mir, ich guck da einfach mal. Ich dachte mir, ich guck einfach mal, was so passiert. Will ich noch eine Balliste bauen? Ich bin nämlich sehr unschlüssig gerade. Ich bin sehr unschlüssig, ob das hier reicht. Das ist ein blöder Ort da eigentlich für, ne? Aber wahrscheinlich ist das sogar ein guter Ort, falls du von oben kommst. Ich muss ja einfach mehr Mauern bauen können. Das hier wird eh noch anders gemacht, weil ich brauche hier das Eisen. Das bleibt ja nicht so. Das würde mich so stark wundern. Ich habe wieder keinen Platz, keinen Sammelplatz. Hey. Naja. Was muss man auch sammeln hier? Immer diese Spannung, ne? Wenn das so langsam angekündigt ist von wegen, hey, irgendwann wird gleich, wird was passieren. Und dann wartet man hier und wartet. Ich kann eine Lagerhalle bauen, sehr gut. Da passt sie nicht hin, weil da der Strom im Weg ist. Verdammt, ey. Warum auch nicht, Platz. Murmelplatz. So unfassbar sinnige Orte gibt es hier gerade mal gar nicht für. So, ich pack den da weg. So. Klappt das? Sehr gut. Ich brauche einfach insgesamt mehr Lagerfläche. Das ist das Ding. Es geht gar nicht mal so unfassbar um die Effizienz. Sondern um die Fläche da. Ich hoffe mal, die meisten schön können da hinschießen. Ich wollte eigentlich noch eine Mauer hier bauen, aber naja. Okay, die meisten können schießen, das ist okay. Das bringt jetzt überhaupt nichts. Solange die nicht näher kommen hier. So. Ach, das ist ja winzig. Also süß. Ja, ist okay. Ja, und ich mach mir Stress hier, ne? Ist toll. Und ich mach mir Stress. Ja, ist ja gut. Das versuchen sie alle. Und ich mach mir Stress hier. Meine Güte. Ja gut, okay. Es hätte ja anders ausfallen können. Von daher ist es schon okay. Bin ich dann nicht am Meckern hier. 5? 4? Ich überlege gerade, inwiefern man hier wirklich gut was rausholen kann. Ja, das ist okay. Das ist beschützt hier. Das ist okay. Ich packe die mal ins Feld da oben, glaube ich. Vielleicht ist das auch okay. Vielleicht ist es gar nicht mal so verkehrt. Es läuft im Moment, ne? 653 Gold. Ich muss mal die Scharfschützen hier basteln. Plus 20%. Ich habe jetzt 18 Nahrung noch. Ich habe jetzt eben nicht drauf geachtet, wie viel jetzt wirklich der Markt gebracht hat. Aber ich kann zumindest Zeug selber auch verkaufen, ne? Zeug kaufen und auch einkaufen. Von daher, ich kann jetzt... es bringt schon ein bisschen was. So ist ja nicht. Ist ein bisschen teuer, das Zeug einzukaufen, aber es geht. So, hier unten muss ich ein bisschen aufpassen, aber ich glaube, jeder, der hier ankommt, sollte erstmal schnell genug zerlegt werden. Sollte. Und selbst wenn hier was fällt, dann ist okay. So ein sehr langes, ungeschütztes Stück hier. Ja, das ist plus 120 an Holz. Huch. okay. Ja, ich meine, gut, klar, ich habe viele Holzfäller gebaut, ne? Aber bisschen ausgeartet, glaube ich. Ist ein bisschen sehr ausgeartet. Dahin. Ja, passt. So. Goldenergie, das passt soweit, ja. Kann ich das jetzt hier drauf bauen? Nee. Schade, das wäre natürlich Deluxe gewesen. Aber es liegt, glaube ich, daran, dass die beiden anderen zu dicht dran sind. Ja. Ich glaube... Ja, das überlappt sich halt von den Bereichen. Ah, das kann funktionieren.
Wobei, hier wird das nicht eingezeichnet, von wegen, dass das hier dann energiegeladen ist, der Bereich. Na, wahrscheinlich klappt das doch nicht. Energiegeladen vor allem. So. Okay, da haben wir den Rand wieder erreicht. Das passt. Ich kann hier vorne meinetwegen eine Mauer bauen. Dass man entsprechend verteidigen kann. Ah, gucken wir mal. Das schauen wir später mal. Okay, ich muss unbedingt mein Geld auch investieren hier in Scharfschützen zum Beispiel. Und Aussichtstürme hätte ich an sich auch ganz gerne. Damit man einfach weiter schon mal gucken kann, wo irgendwie jemand ankommen könnte. Damit das nicht immer so ein Blindflug ist dann. Was man da macht. 112 Energie habe ich über, sehr gut. Ich hätte gerne eine Farm. Eine Farm. Also eine Farm. Ist wieder ein Gold, natürlich. Habe ich noch weitere Soldaten gebaut? Einer ist noch. Ist hier noch was? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Okay. Ich habe noch mal keinen Steinmetz gebaut hier. Lagerhalle, ja, schön und gut. Steinmetz 1000 Gold. Das ist nochmal der fummelige Teil hier. Bisschen, weil das ein bisschen dauert. Ich kann direkt schon mal jetzt hier ein Lager bauen, da unten, glaube ich. Wenn ich mir recht sicher bin, dass ich hier noch anderes Zeug mache. Aber da kommen sie gerade mal zu Gast. Sehr langsam aber. Das ist auch okay, ne? So kann man Gebäude auch vor der Mauer haben, wenn die trotzdem halt entsprechend beschützt werden. Aber hier unten ist ein eng, ne? Hier ist ganz viel Wald. Holz ist hier halt echt nicht das Problem. So, so viele neue Häuser. Sehr gut. So viele neue Häuser. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt hier nicht zu überheblich werde. Und zu weit nach vorne gehe. Weil hier kommen die anscheinend immer noch nach oben. Wie man ja sieht. Scharfschützen. Scharfschützen. Scharfschützen, glaube ich, ne? Für die Scharfschützen, die kosten 300. Die brauchen halt auch Holz, aber das ist egal. Holz habe ich ja. Wahrscheinlich damit die einen schönen Holzgriff für ihr Gewehr haben. Ich gehe erstmal nach oben. Oder auch nicht. Ob hier noch elendiges Kleinvieh auf dem Weg liegt, liegt es anscheinend nicht. Sehr gut. Und da kann ich mich hier auch nach unten ausbreiten. Ja, ich mache hier einfach mal diagonal so eine... Mache ich diagonal was runter hier? Nee, ich glaube, ich lasse das mal hier vorne. Das heißt, der kann sogar weg. Und ist relativ sinnlos platziert. Ich muss hier das vorne das noch zuhalten, glaube ich. Hätte ich, glaube ich, gerne. Nächste Welle kommt übrigens bei Tag 30. Wir sind im Moment bei Tag... 20. Klappt nicht. Ist auch nicht wichtig. Kein Stück. So. Noch ein... Na, kein Turm, aber Energie. Nichts, was ich... Kein Gebäude, was ich aktivieren kann, aber es ist Energie. Geschenkte Energie. Und die Sniper werde ich erstmal noch nicht mit auf Tour schicken, sondern ich werde mal gucken, dass ich, das abbrechen. Dass ich die hier behalte. Und meinetwegen hier vorne zum Beseitigen des Geräts hier mal ein bisschen mitverwende. Ich brauche immer noch einen Steinmetz. Den kann ich ja meinetwegen hier unten irgendwo hinpacken. Da ist jetzt der Platz. Die können noch mal kurz die Energie auch mitnehmen, ne? Wäre sonst sehr sinnlos. So, 1500. Ein Steinmetz. Oder hier oben meinetwegen auch. Machen wir was hier. Zack. Und auch einen weiteren Lagergeäumel. Sehr sinnloser Ort. Wobei. Ist er sinnlos? Nein, ist er nicht. Hier wird es deutlich sinnvoller, aber das andere war nicht sinnlos. Machen wir es so. 28. 25 passt. Das Einzige, was hier nicht passt, ist eine Mauer. Und jemand, der vielleicht hier oben ein bisschen verteidigt. Rennt hier irgendjemand rum? Nee, ne? Wo ist der? Hä? Ja, aber wo? Ich weiß nicht.
kann die Ballisten hier auch mal wegnehmen, ne? Theoretisch. Im Moment brauche ich die überhaupt nicht. Ich mache einfach hier eine hin, das passt, glaube ich. Kann man links und rechts sogar eine machen. Ich mache das mal hier hin. Das heißt, falls hier jemand ankommt, dann ist der relativ tot. Nehmen wir mal weg. Nehmen auch hier ein ganzes Stück der Verteidigung weg, glaube ich. Die innere Mauer zumindest. Oder dieses seltsame, Rumgemauere, was ich hier gemacht habe. Kommt der hier jetzt vielleicht raus? Da hängt der fest, okay. Der hängt einfach so mittendrin. Was? Ja, ich muss mal den Trupp hier mit nach oben nehmen. Machen wir das so, dass ich hier spontan mal zumache. So, wunderbar. Und... So. Da kann ich ja nochmal verteidigen. Du darfst sogar hier stehen bleiben, einfach. Ganz heiter. Und die anderen machen mal hier oben ein bisschen den Weg frei, dass ich endlich mal hier das da beseitigen kann. Weil die Stadt nervt. Ich brauche eine... Warte mal, ich brauche hier nochmal kurz eine zweite Kaserne. Meinetwegen dahin, ist mir egal. dann kommen jetzt die Soldaten da mal oben hin. Okay. Da, wo wahrscheinlich die nächste Farm jetzt entstehen wird. 46? Oh. Oh. Hocherotisch. Ach komm, ja, das passt. Noch eine Farm hier unten. Ah, hier 46 und hier nochmal 50. Das ist viel, das ist echt eine Menge. Wow. Jetzt ist gleich noch mehr. Oder ist jetzt schon mehr, ne? Weil da eine Lagerhalle ist entsprechend. Das ist schon mal okay. Das ist sehr okay. Okay, der. Steinmetz darf gerne Steinmauern bauen. Hurra! Und Steinhäuser und eine Bank. Vielleicht ist die Bank sogar interessanter noch vorher, aber ich glaube, ich mach mal. Na, ich mach mal Steinmauern. Ne, ich mach die Bank. Weil im Moment habe ich ja keine Angriffsschwierigkeiten hier, keine. Dass hier jemand auf mich zugestürmt kommt. Von daher brauche ich im Moment auch keine größere Verteidigung. Rede ich mir gerade mal sehr erfolgreich ein. Ja. Ich habe jetzt schon 568 Leute, das ist sehr gut. Und die Ressourcen. Ich brauche unbedingt mehr Stein. Das ist eher so das Problem. Dass die Steinwände sind schön, aber im Moment habe ich halt nicht viel Stein. Deswegen kann ich mir im Moment nicht so wahnsinnig viel Stein leisten. So viele Steingebäude. Die liegen auch beide natürlich nicht hier mit im, im Lagerhallenbereich. Die kann ich ja schon mal nicht nutzen. So. Gold fehlt. Scharfschützen sind aber da. Ist auch nett, dass die Pferde nur da gefüllt sind, wo auch wirklich Grünfläche ist. Sieht doch sehr schick aus. Vielleicht brauche ich noch mehr Kasernen. Und so unfassbar viel kosten jetzt nicht. Ich habe 128 an Holzeinkommen. Ich find's lustig. So. Wir sind noch nicht mal alle besetzt, die Gebäude. Oder nicht sinnvoll besetzt. Das ist albern hier, die Mauer. Albern, aber wirksam. Bevor ich hier noch, wenn ich hier noch ein bisschen am Warten bin, kann ich hier oben nochmal aufräumen. Dass ich warte, dass ich noch ein paar Sniper mehr habe. Für hier. Das passt. Ich meine, ich könnte auch eine Balliste bauen, aber eigentlich will ich den ganzen Bereich hier noch haben. Beziehungsweise, das ist ja noch nicht final hier quasi. Halt die andere Frage, wann ist aber das final? Also in der Theorie hier ist es halt noch nicht so abgeschlossen, dass ich da jetzt eine dicke Verteidigung bauen müsste oder wollte. Yeah. Das Haus hat einen Premiumplatz. Schön am Wald, schön gemütlich, passt. Lieblicher Tod, ja, das Übliche. Hier ist ja gar nichts. Hier ist gar nichts, aber hier ist ein riesiger Eingang, um auch, das ist halt direkt Norden, ne? Wenn sie aus Norden kommen, dann von hier. Wie man vielleicht erkennt. Von daher, wenn sie da aus Norden kommen, was sie wahrscheinlich machen werden, irgendwann, wenn nicht sofort, dann zumindest irgendwann, dann haben wir da, dann wissen wir zumindest sehr genau, von wo das ist. Hier ist sehr eindeutig der Osten. Das heißt,
Ich muss hier nochmal auch hier unten zu machen und dann hier ganz viel und da unten ganz viel vormachen. Weil die wahrscheinlich nach oben rennen. Aber dann brauche ich hier unten zumindest nicht so unfassbar dicke Verteidigung machen. Hoffe ich. Soweit aber die Theorie. Ob die Praxis ähnlich aussieht, wird sich zeigen. Ich habe unheimlich viele direkt bessere Häuser. Es bietet sich halt aber auch an, ne? Mal so gesehen. Habe ich den Eindruck. Okay, ich brauche eine Bank. Eine Bank, genau. Ich habe jetzt wieder nur keinen Platz dafür. Ich glaube, die ist ein bisschen größer. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich hier so einen ganzen Block dafür abreißen muss. Weil ich hätte schon natürlich gerne mittig irgendwie. Oder meinetwegen hier mit ganz viel Fantasie. Oder hier oben noch ein zweites. Müsste ich mal gucken, was da geht und was nicht. Sniper. Die Schreinerei hat keine Features, die hat keine Möglichkeit, keinen mehr. Die ist ausgeschreinert. Das ist zum Schreinern, muss ich mal anmerken. Und hier unten mache ich mal so ein bisschen Platz. Machen wir das. Machen wir das. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Ah, und eine Welle von oben. Da ist ja eine Welle. Das heißt, die Farm ist ein bisschen blöd gelegen, aber das geht. Das geht. Da ist noch jemand, okay. Ja, ich muss hier oben sehr eindeutige dicht machen. Ich sollte aber einige Leute haben jetzt hier, einige Sniper, einige Soldaten, um hier mal angreifen zu können, glaube ich. Oder zumindest einen Teil angreifen zu können. Zumindest einzelne Gebäude schon wegzumachen. Die meisten kommen zwar aus den großen Gebäuden, aber es war auch die kleinen Gebäude hier schon mal sehr schnell beseitigen können. Okay, sehr gut. Sniper können, glaube ich, die hier machen, die großen. Die anderen kümmern sich um den kleinen Kram hier vorne. Und die Sniper kümmern sich hoffentlich. Wenn sie denn vorbeigelaufen kommen hier. Was ein bisschen albern ist, dass sie im Weg stehen hier. Ich meine, die sind sonst schon langsam, aber hier sind die jetzt nochmal eine ganze Ecke schlimmer, wenn hier noch 20 oder 30% weniger Geschwindigkeit ist. 20. Ist nochmal weniger gut hier. Die war angegriffen worden, die Tesla-Spule. Okay. Da. Gebäude? Kaputt. Sehr gut. Ist halt alles langsamer, ne? Ist nicht nur die Bewegung anscheinend. Anscheinend auch die Schießgeschwindigkeit. Aber ja, das ist gut. Das ist recht eindeutig, das klappt. Das sind eine ganze Menge Ressourcen. Ich habe noch eine ganze Menge Ressourcen. Ich glaube tatsächlich, dass da der Markt eine ganze Ecke auch mithilft. Behaupte ich einfach mal, Steinhaus. Ich bilde mir zumindest ein, dass der mithilft. Was der Energie fehlt, auch verdammt. Diese Energie, ne? Immer diese Energie. Ich meine, die ist ja nicht mal anspruchsvoll, die Energie, aber man muss sie halt mal haben. Wenn man sie nicht baut, dann hat man halt keine. Überraschenderweise. Ich kann noch mehr Holz machen. Ich glaube, Holz haben wir erstmal genug. Okay, das passt aber. Das gefällt mir gut. Hier noch ein paar Soldaten, glaube ich, haben, oder? Na, ein paar Sniper noch. Ich glaube, nur Sniper sind auch blöd. Funktionieren zwar auch, aber manchmal braucht man auch einen Soldaten. Lovely Death. Da sagt er was. Da sagt er was. So. Energie ist noch im Weg, das passt. Trotzdem können wir nie genug haben, vor allem da oben. sehr sinnvoller Ort. Hier ist sogar eine ganze Menge möglich, ne? So, schön. Ich mach mal ein bisschen Platz hier. Es ist sinnvoll. Ich muss mal ein bisschen was machen hier. Auch hier unten. So. Da kommen sie schon wieder. Verdammt. Ich habe alles voll hier. Wow. Das wird sich gleich sehr schnell ändern. So, jetzt ist es geändert.
Das hat sich ja sehr schnell geändert. Zumindest die Steine. Wow, okay. Ach, schön, dass man die Gebäude halt aufwerten kann. Das ist der sinnvolle Teil. Das wäre sonst sehr blöd, wenn man das abreißen und dann neu bauen müsste. Da wäre ich überhaupt kein Fan von. Du machst mich oben mit einer Tour. Oder auch nicht viel mehr. Das ist eine viel zu lange Wand übrigens. La 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 la. Ist total schön. Hurra, hurra. Auch Mauern kann man aufwerten, glücklicherweise. So. Ich hätte gerne ein Tool, dass man eine gerade Linie einfach nur ziehen braucht. Aber meine ich, gibt's nicht. Ohne jetzt eine Ahnung zu haben. Vielleicht mit Shift, ich hab's nicht probiert. Das Geld hat gerade so gereicht. Und du patrouillierst mal einfach da rum. Ich würde sagen, das ist okay abgeschlossen. Dann hier noch eine zweite Wand davor und dann passt das. Dann haben wir genug Fantasie gehabt, um hier ein bisschen was zu machen. So. Unten passt, da ist einer, der kümmert sich drum. Steinwände. Endlich Steinwände, es hat lange gedauert. Es hat lange gedauert und wurde sehr Zeit. Geht doch nichts über eine gesunde Steinwand. Nahrung, ich hab mal wieder Nahrungsschwierigkeiten. Okay. Wow, habe ich lange nicht mehr gehabt. Sorry, Sir. Nahrung. Habe ich hier oben noch ein paar Möglichkeiten? Eine heitere 4 Nahrung. Ist total albern. 34? Oh, für nix. Hier für in der Gegend liegend. Das ist super. Klar. Ich glaube, jetzt kommt da zwar keiner mehr durch, aber es passt. Ich kann sogar hier vorne nochmal hin. Theoretisch, wenn ich das hier zu habe, dann kann ich mich überall ja breit machen hier. In der Theorie zumindest. Ich muss auch nicht mit dem ganzen Trupp hier immer überall hin. Ich kann ja den... Das sind doch ein paar. Ich kann das ja ein bisschen aufteilen eigentlich. Hier erstmal kommen die zwei nach unten. Ich muss halt echt hier eine ganze Menge noch Bereich mal richtig aufräumen. Hier unten kann ich auch theoretisch schon anfangen. Mal nach unten zu bauen. Hier ist halt ein bisschen das Blöde, dass... Naja, der Zug da halt ist, ne? Dass der Zug im Weg ist. Und da kann ich hier nicht einfach eine gerade, also eine Diagonale so runterbauen. Eine gerade Diagonale. Deswegen wird es etwas eigensinnig werden hier unten. Ah gut. Kriegen wir hin. Ich hätte einfach hier vorne das so machen sollen, ne? Hier vorne so ein Keil rein wahrscheinlich. Ah, kann ich ja trotzdem noch machen. So. Ist ja durchaus möglich. Auch wenn das hier immer so ein bisschen blöd wird. Also okay. Kann man hier sogar noch Balliste direkt reinbauen? Moa, könnte man. Tag 27 haben wir jetzt. Bei 30 geht es wieder rund. Und dann ich gucke erstmal, von wo sie kommen. Und ein Stück Mauerstein braucht 3 Steine. Von daher, ich habe 102 Steine. Ich brauche noch mehr Steineinkommen, ne? Hätte ich jetzt mal gesagt. Und hier sind noch welche, klar. Das ist halt noch nicht überzeugend. Nur ein paar mehr Sniper. Ich habe keine Nahrung mehr. Also ich jetzt schon mal wieder ein bisschen spare und aufpasse. Sagte er und baute Gebäude aus. 1099 an Einkommen, sehr gut. Das ist alles einfach nur eine Investition in die Zukunft, was ich hier tue. Es ist nicht so, dass ich verschwenderisch wäre. Und sind die Sniper mal angekommen hier unten? Da sind sie. Die brauchen lange. Okay. Ist kein guter Ort tatsächlich, um die abzuladen, hier, die Typen. Machen wir es mal nach unten.